Zu Corona-Zeiten ist es natürlich so, dass dieses klassische Engagement, gerade so Besuchsdienste und solche Sachen in Gruppen, eben leider nicht mehr stattfinden können, sodass wir jetzt also hingehen zu kurzfristigem, aber sehr flexiblen und sehr kreativen Engagement und viele Leute eben auch mit guten Ideen kommen, die man in dieser Zeit eben umsetzen kann, um vielleicht mit Karten die Senioren im Seniorenheim zu erreichen. Oder wir haben mit den Lernräumen jetzt für Kinder Angebote geschaffen, die eben sonst durch die Corona-Zeit eben viel zu Hause waren oder vielleicht keinen Garten hatten, so in diese Richtung gehend. Es kommen jetzt viele Menschen, die eben durch Kurzarbeit oder die durch Online-Semester sagen, sie möchten die Zeit einfach noch mehr nutzen und ein bisschen gesellschaftlich aktiv werden. Und auch da finden sich jetzt immer neue Projekte und neue Prozesse, die wir total gerne begleiten und auch unheimlich positiv erleben. Bei uns laufen ganz viele Sachen auch zusammen, viele allgemeine Anfragen, die eben von Bürger und Bürgerinnen kommen und wir sortieren dann so ein wenig, wo das hingehört. Also zum Beispiel jetzt missen viele Menschen aus und haben eben Dinge, die sie gerne spenden wollen, wo kann das dann eben hin, oder es sind Leute, die in Quarantäne sind und eine Einkaufshilfe suchen. Da arbeiten wir, wie auch schon im ersten Lockdown, sehr eng mit den Kirchengemeinden zusammen und schauen eben, wer da vor Ort gut helfen kann und einsteigen kann. Genau, und sind sonst natürlich weiterhin auch per E-Mail und per Telefon erreichbar.